Let's fly with me, let's fly with me to the moon. Let's fly with me without that you ausruhen. We make a lot of fun and lying in the sun. Let's fly with me, let's fly with me to the fucking ignoring Ich moon, dachte, du willst es zusammensingen. yeah. Okay. So, also ich bin jetzt, habe jetzt zumindest ein Haus gefunden. Liegt Haus. mein Rucksack irgendwo? Ja, bitte. Weiß ja nicht, wo du gestorben bist. Ja, das hier, wo du gerade drin warst, zwischen den Häusern halt. Wie soll Kannst ich du das mir nicht sagen, wenn beschreiben? ich da jetzt hingehe, bin ich auch tot. Nee, vergiss es. Nee, vergiss es. Wir fahren da gleich mal mit dem Auto dann wieder hin. Ja, aber ich wollte Dann könnt gleich ihr auch wieder mal zurück in aufhören. Urlaub fahren. Du willst schon aufhören, schon wieder? Ja. Was heißt schon wieder? Ja, schon wieder so früh. Ah. Komm, ich will wenigstens sehen, ob mein Rucksack noch da ist. Und wir haben nicht Ja, können gebaut, wir ja machen. Dirk. Wir haben nicht Was? gebaut. Wir Ja, dann wollten noch müssen wir bauen. nochmal machen. Dann müssen wir noch eine Kann. Folge spielen, oder was? Ja. Muss morgen noch knapp 100 noch was Kilometer fahren. Wieso musst du Und das knapp 100 alleine. noch was Kilometer alleine fahren? Ja, weil ich morgen Paintball, nee, nachher Ach Paintball. so, dieses Scheiß. Stimmt, das ist ja in den Niederlanden. Oh Mann. Wo bist du denn jetzt? Also ich bin jetzt immer noch an dem See in C3 und laufe jetzt gerade zur gelben Straße. Querfeldein. Let's fly with me to the moon. Ja, liebe Programmierer, wir haben gerade, glaube ich, einen Bug gefunden. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so gewollt ist, dass man so durch die Luft fliegt. Ich weiß nicht, wieso ich darauf komme. Es ist nur ein Gefühl. Das nicht bei Forest auch immer so, dass man dann so durch die Luft flog? Ja, das stimmt. Also das gibt's immer wieder bei den Spielen, weil dann irgendwas mit diesen Crashboxen, die sie ja haben, die Personen, die wir hier spielen, und die gegnerischen Personen, dass da irgendwas sich kollidiert und quasi voneinander abstößt. Und dadurch entstehen diese Und Jumps. wie ein Trampolin. Ja, es ist quasi wie so eine Feder, die zurückspringt. Ne? Wo bist du? Ich bin auf der gelben Straße. Okay. Ich bin noch nicht an der gelben Straße, ich laufe noch. Wenn er das Polizeiauto hat, kann er ja die Der Sirene blaue, anmachen. ist das, ne? See. Ja, der See in C3. Genau. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu der gelben Straße, die links davon ist. Also ich bin jetzt gerade an so einem Maisfeld oder Kornfeld. Ein Bett in Kornfeld. Hey, das hattest du doch eben schon gesehen. Guck mal, ob ich Körner finde. Riesenfeld. Kein Mais oder was? Gibt's doch nicht. Also die haben irgendwas verbuggt. Ich stehe hier mitten im Kornfeld. Hier sind jede Menge. Aha. Kornreben. Ich finde kein Mais. Das kann ja wohl nicht sein. Aber ich habe gerade eins gefunden. Einmal Mais. So. Ich laufe weiter zur Straße. Stimmt ja, ich kann das Ohr nicht mehr wechseln, weil ja mein Kopfhörer im Arsch ist. Im Arschus. War ja bei meinem auch so. Bei meinem alten.
Ja, das ist, wenn halt, da ist ja ein dünnes Drähtchen, was ja von dem einen Bügel zu dem anderen geht. Und wenn, je nachdem, wenn du da Pech hast und Klicks sind zu viel, und ich knick den ja sehr viel, dadurch, dass ich ja ein Ohr beim Spielen immer offen lassen muss, damit ich mich selber gut höre. Dadurch hat der natürlich jetzt hier relativ schnell seinen Geist aufgegeben. Schnell? Wie lange hast du den? Ich weiß es nicht. Also kaputt ist der ja schon lange, weil ja Carina das Kabel angeknabbert hat. Ja, meinst du, wir hätten Mäuse hier im Haus? Also. Aber nicht Carinas. Carina, wir haben Carinas im Haus, genau. So, ich bin an der gelben Straße. Chinchillas. Also, wer sagt, Also ich bin jetzt an der das gelben Straße, Carina nicht? genau an der Grenze zwischen C3 und C4. Hä? Genau an der Grenze. Und laufe jetzt die Straße nach. Ich schaue in die richtige Richtung. Bin jetzt in C4. Ah, ich sehe dich. Du hättest mich fast überfahren, Alter. Harry, fahr den Wagen vor. Ja. Danke fürs Abholen. Ja, kein Problem. Ich dachte, das wäre kein Taxi, sondern ein Polizeiwagen. Ach so, bis du die Kurven gefahren ist. Ja, kein Wunder, dass du schneller warst. Ich schön immer vom Gas runter, damit ich schön geschmeidig die Kurven fahre. Und du hölkst hier rum. Problem ist, muss den Knopf gedrückt halten. Du musst echt den Knopf gedrückt halten. Ja. Okay. Welcher Knopf ist das denn? Ah. Ah? Warte, ich probier mal. Nee, bei mir tut's nicht, scheiße. Der ist schnell, 167 wird der, ja. Ja, bei mir zeigt er 67 an. Hä? 67 wird der, ja. Ja. Irgendwie sieht das, wenn du fährst, schneller aus, als wenn ich fahre. Ich weiß auch nicht warum. Bin schneller. Naja, das ist nicht immer ein Vorteil, Dirk. Das ist nicht immer ein Vorteil. Du willst jetzt ein bisschen auf deinen Rucksack noch fahren? Ja, ich möchte gerne meinen Rucksack wiederholen. Manu. Guck jetzt gerade mal. J ist Radio, ne? Ja, Polizeiwagen mit Radio, das geht ja gar nicht. Sollen Gangster jagen und nicht Radio hören. Mach ich doch gerade. Nee, das ist Zombies jagen, das ist was anderes. Ich muss mich wieder konzentrieren auf die Kurve. Irgendwie sieht das besser bei dir aus. Oh, wir sind schon wieder in Route. In der Route. We ride to Route. In my home. Into the so ein car. Auto, wie du fährst. Ja, genau. Wir können sie ja überall mitnehmen und dann da parken. Ich find auch, wir sollen alle Autos, die in der Gegend sind, alle nehmen und dann irgendwo zentral parken, damit wir immer wissen, wo die Autos sind. Nee, Blödsinn. Wir war's rein, ja. Yep. Wo ist eigentlich der andere Jeep jetzt? Ja, er steht hinten rum. Okay. Hoffe ich. Ist wieder da. Alles klar. Warte, ich spring mal raus und guck mal, ob der Rucksack da liegt. Warte, ey, lauf weg. Nee, 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 nee.
Ich hab die Tür zugemacht. Wo ist er denn? Hier sind aber keine Fenster. Ah, doch, da ist ein Fenster. Ich bin hinten wieder aus, raus. Haben getroffen. Ah, oh. Ich hab ihn gerade voll erschrocken. Ein Schlag und ich bin tot? Ja. Du glaubst, weil ich mich so aufgeregt hab. Hä? Was ist das denn? Ich hab ihn gerade voll erschrocken. Auf jeden Fall liegt mein Rucksack da, also meine Leiche liegt sogar da, direkt da vor der Fenster. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? In D3, leck mich am Arsch. Oh nee, ich hab echt. Ich bin irgendwie voll erschrocken. Oh. Direkt vor einem Haus. Oder? Direkt beim Maden essen. Ich hab wirklich gerade voll erschrocken. Soll ich dich wiederholen? Pff, macht das Sinn? Ja, zumindest komme ich zu dir und dann sind wir auf einem selben Platz hin. Dann haben wir auch direkt ein Auto. Also ich bin jetzt in D3 ganz im Norden. Quasi am Ende der Karte. Quasi am Ende der Karte, genau. D3. Ja, brauchst du nur nach oben zu fahren. Ja. Wenn du näher rankommst, dann gebe ich dir genauere Info. Guck gerade hier an den Häusern nach, ob hier ein Auto zufällig steht. Ich habe mich eben voll erschrocken. Ich habe mich auch voll erschrocken. Ich dachte total, ich habe meine Leiche gefunden und so bumm. Da wäre ich von hinten erschlagen, bin direkt tot. Ja, ein Schlag und du... bist tot. Ja. Genau. Diese Berghütte, okay. Ah, da ist die Tür. Mal gleich gucken, ob ich hier was finde. Patronen finde ich. Ja, nicey nice. Und natürlich auch die entsprechende Kaliber 22. Und ich finde natürlich eine Waffe dazu, ist ja auch logisch. Und natürlich passt natürlich die Waffe, die ich im gleichen Schrank finde. Total logisch. Passt natürlich nicht. Natürlich nicht. Zu der Waffe, die ich da finde, nicht. Ne? Natürlich nicht. Ich meine mal ganz ehrlich, das wäre ja auch albern, wenn das zueinander kompatibel wäre, weil natürlich würde jeder, ich sag mal, Jäger, der irgendwas von sich hält, ja, natürlich würde der niemals bei der Waffe, die er hat, ja, auch der passende, die passenden Patronen liegen. Natürlich nicht. Das wäre ja total abnorm. Nee, darfst du ja gar nicht. Darfst du ja gar nicht zusammen. Ja, du darfst es gar nicht zusammen. Da hast du absolut recht. Das ist totale Absicht. Perfekt simuliert. So. Ich habe mich hier nur aufgeregt. So, Richtung Süden muss ich. Straight nach Süden? Ah, eigentlich straight nach Süden, ja. So. Also Straße über Feldweg. Also ich bin gerade unterwegs zu dem ganz kleinen Dorf an der Weißen Straße in D3 auf der rechten Seite, Mitte rechts. So mitten im Grün. Immerhin ist hier kein, ich wiederhole, kein Schnee. Ich fasse es nicht. Und ich war gerade so froh, dass ich meinen Rucksack gefunden habe. Ja, aber ich sag, das ist mir auch die ganze Zeit passiert. Mann, ey. Ja, der setzt die Attribute offensichtlich beim Respawn nicht zurück. Du startest mit den gleichen Werten, wie du vorher gestorben bist. Was natürlich völliger Schwachsinn ist. Das heißt, deswegen erschlagen dich natürlich mit einem Schlag, weil das Spiel ja quasi glaubt, du bist quasi kurz vor Tod. Ja. Mann. Das ist ja ein fieser Bug. Das ist eine ganz fiese Back. Ich hab mich voll erschrocken.
Ich habe so gedacht, der läge da. Ja, ich habe total gedacht, so der Zombie ist beschäftigt mit der Tür, weißt du? Ja. Der bemerkt mich nicht. Und dann wusch. Und bumm. Das vergiss mal. Da hat man, warum ich so lange nicht rausgesprungen bin. Ja, ich hätte eigentlich erst ins Haus gehen, weißt du, und dann D3 weiß. Ja, genau, D3 weiß, Mitte rechts. Ich bin wohl noch nicht da, ich lauf noch. Ja, ich war jetzt hier im Straße entlang. Ja, okay, das heißt, du bist ja auch noch nicht da, demnach. Der hat einen Speedsheet. No. Ich müsste dem davon ja übel werden, oder? Vom Maden? Nee, Maden sind wirklich, wirklich sehr nahrhaft. Das ist schon so. So. Eiweiß 15%. Gucken wir nochmal auf der Karte, wo ich bin. Ja, ich bin halbe Strecke jetzt ungefähr. Ja, Leute, ich muss mich echt bei euch entschuldigen, dass die Folgen so ereignislos sind, aber Fakt ist, dass es kam. Also das Spiel hat noch einen langen Weg, ein Spiel zu sein. Muss man einfach mal so als Resümee sagen. Ich habe ein Krankenhaus gefunden. Weil das ist ja jetzt die letzte Folge, die wir heute aufnehmen werden. Wir machen definitiv noch eine Aufnahmesession. Wir müssen dann nur mal gucken, wann. Ja, ich habe ein Krankenhaus gefunden. Ja, super. Dann bestimmt sind, voller Zombies. Ich wollte gerade sagen, da sind bestimmt viele Zombies. Ja, aber besser als ein Friedhof, oder? Ja, auf jeden. Hörst du mich schon? Nee, aber ich sehe das Dorf an der Straße, sehe ich jetzt. Da nähere ich mich. Dorf an der Straße? Bist du da oben bei D? Ja, ganz D2. Da geht doch D3, da geht doch eine Straße, die von D3 nach D2 geht, eine weiße Straße. So, und da bin ich jetzt an dem Dorf, was da von D3 auf C2? Auf D2. Von D3 auf D2. Aber ist ja ganz auf der anderen Seite. Ja, ja, ich sag ja Mitte rechts. Anna Pilze? Nein. Das wäre ja auch zu schön gewesen. So, und da ist halt, wie gesagt, ein Dorf und da bin ich jetzt fast da. Ja, da wäre ich schon fast bei dir, ey. Nee. Da sehe ich einen Zombie. Nee, nicht schon wieder ein Zombie. Oh, zwei sind sogar. Nicht schon wieder Zombies. Ganz hinten. Am Arsch der Welt. Die sind am Arsch der Welt, weil es denen so gefällt. Ich finde das super cool, das Spawn. Ja, das waren wirklich da komplett auf der anderen Seite der Karte Spawn. Das ist natürlich wirklich total. Totaler Schwachsinn. So, ich bin in dem Dorf angekommen, an der Weißen Straße. Man sollte wenigstens in dem gleichen Viereck starten. Stimmt's? Ja, finde ich auch. Also wenigstens im gleichen Viereck. Ja, zumindest wenn du zusammenspielst, wenn du in der Gruppe spielst. Oh, ich habe eine Tomate gefunden. Ist auch schön. Tomate. Da ist noch eine. Eine Mundharmonika. Ja, wenn ich jetzt einen Rucksack hätte, hätte ich gesagt, so super Sache das. Ein Küchenmesser.
Und sehr butterrot. Und ein Vorschlaghammer. Okay, das lasse ich mir ja gefallen, Vorschlaghammer. Aber das ist viel zu langsam. Ja, aber ist ja besser als nix, oder? Aber der Zombie hat dich getroffen, bevor du dazu zugeschlagen hast. War noch eine Tomate? Ah, da war noch eine Tomate. So, und essen. Und wieso isst er die nicht? Du hattest zwei Tomaten. Und essen. D2 bist du jetzt. Da ganz oben. Ich bin jetzt D3, bin ich. Ja, D3 aber in der Nähe von C2. In der Nähe von D2, ne? Ja, irgendwie sowas. Diese graue Straße, die du da siehst, die von D3 nach D2 geht, da bin ich in dem Dorf, was da dran liegt. Warum hat er denn jetzt die Tomate nicht zu Ende gegessen? Fangen aber schon mal an zu looten. Ja. Vielleicht findest du ja auch eine Axt oder sowas. Ja. Oder eine Säge. Boah, ein Stück Seife habe ich gefunden. Ein Feuerwerk. Schon wieder. Schon wieder. Also rückwärts wäre dann mit 25. Da waren jetzt die Sachen, die ich gefunden habe. Ah, ich höre dich. Ja, ich mich auch. Und ich bin ausgestiegen, weil ich F gedrückt habe. Direkt nehmen wir einen Zombie. Ja, war ja ganz geschickt. Hat sich beides offen. Sollte eigentlich bremsen. Was? Lademaschine? Aha. Eine Kaffeemaschine? Den Feldweg lang oder wo warst du? Genau, den Feldweg lang. Da kommt ein kleines Dorf, wenn du da lang fährst. Wenn ich da lang fahre. Ja, ich höre dich. Bin da in einem Haus und bin schon am Looten. Gibt's ja auch Zombies. Nee, bis jetzt habe ich keine gefunden. Nur außer auf der Wiese sind welche. Hier ist jede Menge Werkzeug drin in diesem Raum, wo ich gerade bin. Ja, rein. Ich glaube, du hast einen Zombie gefunden. Ja. Schnapp dir den Vogel, du Zombie. Tschüss, Dirk.
Da siehst du die Schrift von dir gerade so vorbeifliegen, weißt du? Oh, ich glaube, der Dirk ist unterwegs. Ja, den habe ich. Ich fahre nochmal drüber, gucke ich mal, ob ich ihn getroffen habe. Ja, also, gehen wir auf Nummer sicher. Kannst ruhig noch ein paar Mal drüber fahren, ehrlich. Weil jetzt einmal rum und guck mal, hier steht sogar ein Dolf. Kaputter. Ah, ich habe immerhin eine Hüfttasche, habe ich jetzt gefunden. Wird ja langsam. Nein. Wenn der Zombiejäger. Sehr schön. Der Zombie hat mein Auto umgeworfen. Nee. Doch. Na, es steht wieder, aber. Oh, ein Compoundbogen. Aber ich habe bis jetzt nicht einen Pfeil gesehen. Selber war. Ja, wahrscheinlich. Aber der Zombie stirbt nicht. Ja, du musst ihn 2-3 Mal richtig überwischen. Ich hab den jetzt schon 4 Mal überfahren und der flog richtig weit durch die Luft. Also steht jetzt nicht da. Also eigentlich müsste jetzt fast alle jetzt weg sein. Ich habe das erste Haus geklärt, ich bin jetzt zum zweiten. Er zeigt mir gerade an, dass ich scheißen muss. Tja, tut mir leid, Leute. Dass ich euch hier nochmal ein Ei setzen muss. Wie sehe ich denn so von vorne aus eigentlich? Guck doch mal in die Kamera. Guck doch mal in die Kamera. Guck doch beim Scheißen mal in die Kamera. Dass er das mit der Hand wegmacht, anstatt Gras zu nehmen, ne? Also ich meine. Aber das kann man doch rauchen. Ja, stimmt auch wieder. So. Ich glaube, er also riecht sogar nochmal an die Hand. Es kann keiner mehr da sein. Sehr gut, Dirk. Dirk ist jetzt offiziell professioneller Zombie. Ah doch, hier ist noch einer. Aber in der Hausecke. Der zittert sich aber ein da zusammen. Also da, wo ich stehe. Alles klar. Ist noch einer. Dann gehst du extra dahin. Der Dirk lockt ihn doch gerade weg. Hey, der kommt aber nicht. Ist wahrscheinlich festgebackt oder so. Jetzt hat er mich gesehen. Ha! Es geht das Auto nicht an, wollte ich gerade sagen. Oh, ein Tor! Oh, jetzt hat er mich auch gesehen. Scheiße! Durch das Tor kann ich aufspringen rein. Ich dachte, ich könnte.
Oh, scheiße, das war knapp. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Boah, daraufhin muss ich mich jetzt mal hinlegen und schlafen. Oh, scheiße. Logan, noch mal weg, bleib mal da. Und, hast du Spaß mit ihm? Ja, ich hab gerade noch einen zweiten getroffen. Gut so. Wir haben Spaß mit den Zombies. Pass auf, nicht rauskommen, der kommt mir wieder entgegen. Oh ja, ich sehe ihn. Ich weiß, ich bin aber rausgegangen. Er liegt. Er geht im nächsten Haus rein, also von daher. Alles klar. Ah, ein Laden ist das. Da müsste man ja hier jede Menge Lebensmittel finden. Bens Laden. Ah, Ravioli mit Rindfleisch. Ja, so doof, wenn man keinen Dosenöffner hat, ne? Ja, das stimmt. Dirk hatte doch einen Dosenöffner. Ja, ich glaube, Dirk hatte einen Dosenöffner. Aber Dirk hatte auch Hunger. Boah. Cola! Ich hab ne Cola gefunden. Essen. Stand da gerade Essen. Ja, da stand eine Essen. Eine Cola essen. Trinken. So. Ich hab ne Cola getrunken. Jetzt müsste ich ja eigentlich vollgepowert sein mit Zucker. Zucker. Ah ja! Zucker 1%. Also, das ist ja wohl gelogen, oder? Das ist ja wohl gelogen. Vielleicht war da Coca-Cola Zero. Echt jetzt? Jetzt muss er auch noch pinkeln. Mensch, der Typ ist echt lästig. Mit seinen Bedürfnissen. Du hast die Cola. Ey, warum habe ich die Cola immer noch in der Hand? Weil du auf die Cola musst. Ja, alles trinken, so. Der sollte doch alles trinken. Jetzt habe ich fallen lassen gemacht. Oh, ich muss pinkeln. Ich finde schade, dass sie die Zeit beim Pinkeln verkürzt haben. Ich meine, das ist so ein intelligentes Feature. Was? Dass man pinkeln kann. Miau, miau, miau. Okay. 1% Eiweiß habe ich. Warum trinkt er denn jetzt nicht? Vielleicht, weil er keinen Durst hat. Ich weiß auch nicht, wo die Ohren hin sind. Die sind jetzt im Insi. Echt? Hast du es gesehen? Ja. Ah ja. Genau. Besser, ne? Ja. Knoblauch! Hält die Zombies vom Leib. Genau, hält die Zombies vom Leib. Special-Funktion. Ja, wenn der Anus mal wieder verstopft ist. Ja, was ist denn schon dabei? Dann nimmst du Pilze. Fein, das macht den Anus
rein. Das war nicht so. Nein, ich habe nur eine kreative Phase. Tut mir leid. Hab versucht, es zu verhindern. Hat nicht geklappt. So. Hier ist noch ein Klo, immerhin. Warum auf dem Klo ausruhen kommt und nicht pinkeln, das verstehe ich nicht, ne? Ja, yeah, der Dirk hat den getötet. Ja, Dirk ist so ein Killer. Das ist einfach so. Eigentlich war es ja nicht Dirk, sondern sein Auto. Das stimmt wohl. Hier steht die Tür offen, das heißt, da ist der Dirk drin. Oder ein Zombie. Oder ein Zombie. Zigarettensocken. Socken sind wichtig. Läuft man sich die Füße nicht so schnell wund. Ja. Käse. Süße. Käse ist auch wichtig, kann man sagen. Alea, du musst ins Bett. Es ist 1 Uhr. Was ist das? Eine Werkzeugkiste. Aha. Kann ich aber nicht mitnehmen, weil sie zu groß ist. Meinst du findest hier irgendetwas? Nö. Nein. Ist deine Suche auch so erfolglos wie meine? Ich habe nicht ein Werkzeug. Die Werkstatt hinten, die war voll mit Werkzeug, ne? Also Maschinen. Ich glaub, die Säge habe ich gefunden. Hast du Säge gefunden? Okay, das heißt, das bringt uns ja schon mal einen Schritt zumindest weiter. Ja, aber wir brauchen zwei. Finde Mützen ohne Ende. Als ob der Typ hier, der hier gewohnt hat, nur von Mützen sich ernährt hat oder so. Keine Ahnung. Ja, du findest keine Lebensmittel, keine Patronen. Ich hab ja eine Waffe, aber ich finde keine Patronen. Zeig doch mal deinen schönen Haarreif. Den hatte ich letztes Mal auch, weißt du? Das ist gar nichts Besonderes mehr.
Ah, da kommt noch eine Wohnung. Ah, ne, da ist die schon drin gewesen. Da ist die Tür auf. Tja, da sind wir hier eigentlich durch, ne? Ich habe eine bessere Hose gefunden, oder? Naja, die ist schlechter. Ich habe wieder einen Verband. Und wieder mal Knoblauch. Ja, ich esse Knoblauch. Das hält den Tommy vom Leib. Das hält, ich esse Knoblauch. Das hält auch den Dirk auf. Also ich bin eigentlich fast satt. Mir fehlen nur Kohlenhydrate. Da habe ich nur 22%. Ist niemand. Genau. Sitzt die da immer noch? Hast du nicht wahr? Hast du auf deine Mutter gewartet, oder? Ja. Oh. So, also ich glaube, wir sind das Dorf durch. Ich glaube, wir haben hier alles durchsucht. Oh, schau. Hi Dirk. Hallo. Und schläfst du gut? Mhm. Ah, es ist so schön mit dir im Bett.
Ey, im Bett essen ist nicht. Ist das euer Ernst? Wieso hat denn der eine Elchmütze an? Warum sollte ich keine Elchmütze an haben? Nein, da hast du eine Strumpfmaske an und dann nochmal nur Elchohren drauf. Dirk. Ich hab keinen Zucker. Dirk. Beste Grad. Du bist so sexy mit deiner Weihnachtsmannjacke an. Ah, den Witz habe ich verloren beim letzten Mal. Dirk. Sollen wir Sex haben? Nein. Okay, dann eben nicht. Dann gehe ich wieder. Wie findest du eigentlich meinen Kopfschmuck? Ah, wunderschön. Ja, danke, das freut mich. Ja, ich habe ihn wieder gefunden. Elchmütze, ich hab dich lieb. Hast du die immer an? Ja. Der ist eben eine Stunde rumgefallen. Elchmütze, ich befriedige jetzt meinen Trieb. Okay, Zombie ist wieder da. Oh ne. Kannst du auch mit den Ohren wackeln? Nein, ich kann nicht mit den Ohren wackeln. Ich kann nicht mit den Ohren wackeln. So. Warum bist du hinten eingestiegen? Fahr. Wo fahren wir denn hin? Eigentlich, weiß ich nicht. Eigentlich ist die Folge eh zu Ende, ne? Ja. Dann wage ich das Auto noch schön hier vor der Türe. Dann können wir direkt da rein. Falls Zombies da sind. Ja, oder wir fahren irgendwo, wo keine Zombies sind. Da ist ja, wenn du jetzt hier die Straße nach links fährst, nee, nach rechts fährst. Nach rechts fährst, Entschuldigung. Genau, so, dann kommt ja noch ein Dorf. Auf der gelben Straße musst du dann nach rechts fahren. Ah, Bananensaft. Ah, frisch von den Plantagen. Gepflückt von Niggern. Oh, der war böse. Entschuldigung. Oh, Tankstelle. Ist das Gebäude, was man da sieht? Ja, scheint so. Ja, das ist doch eine super Stelle und eine schöne Aussicht auch, ne, letztendlich. Dass wir uns verabschieden können von euch. Also wir werden definitiv noch eine Aufnahmesession Scam machen. Dann werden wir euch das bauen, dann diesmal wirklich mal zeigen. Ihr habt ja jetzt so ein bisschen die Umgebung kennengelernt. Ganz freiwillig natürlich. Ne? Und nächstes Mal werden wir bauen. Ich gucke jetzt gerade mal auf der Karte. Also wir müssten hier eigentlich, wo wir hier sind, eigentlich bauen können. Ich steig mal aus, das probiere ich gerade mal. Das wirklich geht. Bär oder wieder ein Wildschwein, was mich umhauen will? Nein, es ist stehen geblieben. Okay. Ich wollte gerade sagen. Wieder so ein Wildschwein. So, Handwerk. Warte, wo war denn der Scheiß? Baupläne, Bodenpalisade herstellen. Ja, Dirk, es geht. Dirk, es geht. Ja, super. Wir dürfen hier bauen. Ja, dann haben wir jetzt gerade unsere eigene Tankstelle quasi gefunden. Ja, also dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich wie immer bei Dirk für diese ja sehr lustige Aufnahmesession, ja, die wir heute hatten, muss man einfach mal so sagen. War vielleicht nicht so spannend, aber sie war sehr lustig. Wir haben ein bisschen quasi mit den Bugs hier gespielt, wenn man so will. Und ja, danke euch fürs Zusehen und ich sage dann einfach bis dann. Bis morgen vielleicht schon, wenn wir dann mit der nächsten Aufnahmesession fertig sind. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Du.